Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Pickups. Und ja, die letzte Folge ist schon etwas länger her, bedingt durch Börsenausfälle und ähnliches. Aber es gab trotzdem natürlich ein paar Zugänge bei mir in meine Sammlung. Und als erstes großes Pickup, sage ich mal, möchte ich euch noch kurz mal mein eigenes selbstgeschriebenes Büchlein zeigen. Das ist hier noch der Prototyp. Die richtigen Bücher sind mittlerweile aus dem Druck. Ich habe ja schon hier und da mal erwähnt, dass ich ja ein eigenes Büchlein geschrieben habe, und zwar über Gameboy-Gurken. Ja, es gibt ja genug Bücher über die guten Gameboy-Spiele, aber wie ihr sicher als treue Zuschauer meines Kanals wisst, beschäftige ich mich durchaus auch mal mit den schlechten Spielen. Und über die redet irgendwie keiner. Ich weiß gar nicht wieso, weil für eine gewisse Zeit können die natürlich auch mal Spaß haben. Ihr wünscht euch ja auch immer ständig neuen Nachschub, den ich mich natürlich auch mal gerne stelle. Und ich habe das einfach mal in so ein kleines 50-seitiges bzw. 52-seitiges ein kleines Büchlein reingepackt. Da habe ich ungefähr, ich glaube 48 Spiele sind es, besprochen. Jeder so eine kleine Seite mit einem kleinen Screenshot und einem kleinen Beschreibungstext und natürlich der originalen Gurkenwertung. Ihr könnt euch das Buch bestellen für 7 Euro, wie inklusive Versand natürlich, also denke ich mal relativ günstig, weil ich auch mal gefragt wurde, nach Österreich ist der Versand etwas teurer, da muss ich dann leider 9 Euro pro Buch berechnen, geht aber natürlich auch nach Österreich ohne Probleme. Wie ihr das bestellen könnt, habe ich euch unten in das Kommentarfeld reingeschrieben und angepinnt. Ich habe schon einige verkauft, kommt bisher gut an, freut mich natürlich tierisch. Also wenn ihr auch Interesse habt auf so ein kleines Büchlein, findet ihr die Informationen einfach weiter unten und könnt es dorthin ganz einfach bestellen. Aber genug der schamlosen Eigenwerbung. Jetzt kommen wir zu dem Part, zu dem ihr hier eingeschaltet habt, und zwar meinen Pickups. Und da hat es einiges gegeben. Und zwar fange ich mal mit den Switch-Spielen an. Es gab 3 Switch-Spiele, die ich mir gekauft habe. Und zwar als erstes Warhammer 40k Mechanicus. Wie ihr wisst, bin ich großer Warhammer 40.000 Fan. Das Mechanicus-Spiel, Mechanicus, ne? Schön normal deutsch ausgesprochen, habe ich schon auf dem PC mir vor, ich glaube so 4-5 Monaten mal gekauft, weil ich zufälligerweise drüber gestolpert bin. Und es wurde beschrieben mit XCOM im Warhammer 40.000 Universum. Ich bin ja ein großer Warhammer 40.000 Fan und Strategiefan auch, und das klang jetzt für mich, als ob da wirklich 2 super Spiele verheiratet wurden. Und rausgekommen ist Warhammer 40k Mechanicus. Es spielt sich natürlich so etwas anders als XCOM, hat aber natürlich so ein paar Sachen überein. Ihr habt zum Beispiel eine feste Basis, startet zur Mission, verdient da Punkte, Erfahrungspunkte, beziehungsweise Blackstone heißt da die Währung, und könnt da dann zwischen den Missionen eure Kämpfer dann aufleveln. Kann man natürlich einzeln spezialisieren. Ne? Es gibt das Übliche, es gibt den Nahkämpfer-Spezialisten, es gibt den Fernkämpfer-Spezialisten, es gibt eher den Unterstützer, der heilt und so weiter. Was mir da sehr gefällt am Warhammer 40k Universum, es gibt ja wirklich dutzende Spiele, wo immer diese Space Marines spielen. Ne? Ihr kennt diese, vielleicht schon mal gesehen, diese riesen Übersoldaten in diesen riesen Rüstungen, und das ist schon ausgelutscht. Aber hier spielt ihr das Mechanicus. Kurz ein bisschen abgenördet. Ihr könnt euch das vorstellen, das ist quasi im menschlichen Imperium, ist das so ein bisschen eine Unterfraktion. Und zwar die Technologiepriester nennt sich das. Das heißt, im Prinzip sind das die Tüftler. Alles hat natürlich so ein bisschen so einen leicht religiösen Einschlag. Die denken auch von wegen, alles klar, das Fleisch ist schwach. Ne? Da muss man hier statt den normalen fleischlichen Arm, zack, Roboterarm ist so viel effektiver und so weiter. So ticken die Leute. Und die treffen auf die Necrons als Feind. Die Necrons könnt ihr euch so ganz grob als Space und totes Roboter-Skelette vorstellen. Also nur ganz, ganz grob. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, hat ein interessantes Setting, und auch auf der Switch ist das sehr gut umgesetzt worden. Gefällt mir auf jeden Fall. Als zweites Switch-Spiel habe ich mir Burnout Paradise Remastered geholt. Und zwar aus einem einzigen Grund. Meine Freundin hat Burnout geliebt. Ich habe zu der Serie gar keinen Bezug irgendwie. Ich bin ja nicht so der Rennspiel-Onkel, aber sie hat es damals auf der PlayStation wohl hoch und runter gespielt. Ich weiß gar nicht, müsste die PlayStation 2 gewesen sein. Ich kenne mich ja mit PlayStation leider nicht so aus wie PlayStation 3, ich weiß es nicht. Und als ich gesehen habe, dass das jetzt als Remastered-Version für die Switch herausgekommen ist, musste ich da natürlich zuschlagen, um sie auch mal so ein bisschen ans Spielen zu begeben.
Sie hat auch kurz reingespielt bisher, hat ihr Spaß gemacht. Sie meinte, die Steuerung wäre etwas verwirrend. Ich habe auch kurz reingespielt, Geschwindigkeitsgefühl und so passt jetzt für mich. Ich kann natürlich jetzt keine großen Vergleiche zu dem Original ziehen, weil ich, wie gesagt, mit der Serie überhaupt nicht irgendwie firm bin. Aber hat einen guten Eindruck gemacht, Geschwindigkeitsgefühl kam mir eigentlich ganz gut vor. Mal gucken, wann ich mal Zeit habe, da etwas mehr reinzutauchen. Und als drittes Switch-Spiel, das habe ich auch nur ganz kurz angespielt, Civilization 6. Auch da, ne, kommen wir wieder zu dem am Anfang. Ich bin ein großer Strategiefan und ich hatte das schon länger im Auge. Und das gab es jetzt, glaube ich, für auf Amazon für 27 Euro oder irgendwie sowas. Und da dachte ich mir, komm, für so ein Spiel ist das eigentlich geschenkt. Ich hatte das schon mir auf die Wishlist gesetzt, da hat das glaube ich noch 45, 50 Euro gekostet. Hat einen soliden Eindruck gemacht. Ich habe allerdings in den Reviews gelesen, dass es dann später etwas ruckelig wird, weil ihr müsst euch vorstellen, wer das nicht kennt, ihr baut im Prinzip per Rundenstrategie eine Zivilisation auf. Das heißt, ihr müsst Städte gründen, Einheiten rekrutieren, andere bekämpfen natürlich und so weiter. Und ihr erkundet natürlich die Weltkarte immer mehr und dadurch passiert natürlich auch immer mehr, ne? Weil die Runden müssen natürlich berechnet werden, der Gegner muss berechnet werden und so weiter, ihr seht immer mehr. Und dadurch wird diese Rechenlast natürlich immer größer und größer und da habe ich hier und da gelesen, dass es wohl da schon zu Rucklern kommen kann, leider. Aber am Anfang habe ich jetzt da noch keine großartigen Einschränkungen spürbar bekommen. Lässt sich auch mit der Switch und dem Controller eigentlich, finde ich, erschreckend gut steuern. Da war ich ja auch bei Mechanicus etwas skeptisch, weil ich bin halt der PC-Zocker eher, was neue Sachen angeht, vor allem was Strategiesachen angeht. Und da war ich natürlich so etwas skeptisch, na, ob sie das auch gut umgesetzt bekommen, weil mit der Maus, zack, 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 hat man schnell mal irgendwelche Truppen verschoben und so weiter, ist natürlich dann so mit einem Joypad natürlich immer etwas umständlicher als mit der Maus, klar, aber allgemein finde ich, haben es eigentlich ganz gut umgesetzt. Übrigens, fällt mir gerade ein, ihr seht es vielleicht so ein bisschen am Hintergrund. Deswegen erscheinen momentan auch relativ wenig Videos, wo ich vor der Kamera stehe und sowas. Hat zwar einen Grund, und zwar ziehe ich mit meiner Freundin zusammen, beziehungsweise die zieht zu mir. Und da nutze ich natürlich auch die Gelegenheit, wenn man eh viel rumschleppt und so weiter, auch zum Beispiel meinen Game Room mal etwas umzugestalten. Und zwar sieht man das auch hier in der Ecke. Ich habe eine schöne Vitrine gekauft, neue Wandfarbe dran. Es ist noch leider noch nicht alles fertig. Ich muss hier noch zwei Wände streichen. Also ich sehe gerade hier hinter der Kamera rauf eine Wand, die noch unbedingt bearbeitet werden will, auf jeden Fall. Aber das habe ich natürlich auch so ein bisschen gemacht, um euch mal so ein bisschen andere Hintergründe zu kriegen. Also hier ist es auch noch nicht fertig. Da kommt noch ein bisschen was hin, natürlich noch Bilder und so weiter. Aber ich wollte euch mal so diesen schönen Hintergrund mit dieser schönen Vitrine zeigen. Finde ich sehr schön, um einfach mal ein bisschen Abwechslung zu haben zu den üblichen Regal, wo ich sonst immer davor stehe. Das gibt es natürlich auch noch. Da steht es jetzt hier links von mir. Aber um mal andere Perspektiven zu haben. Also mir gefällt es. Ich habe hier so ein schön blau hier alles gestrichen. Ha, herrlich. Also ich finde die Perspektive auch jeweils sehr schön. Aber ich schweife ja schon wieder ab. Und zwar sind einige ordentliche Gameboy-Spiele auch in meine Sammlung geraten. Aber dazu komme ich gleich, weil mir fällt gerade ein, ich habe mir ein Super Nintendo-Spiel noch gekauft. Und zwar Street Racer. Das habe ich schon länger auf meinem Radar gehabt, das war aber so ein bisschen eine Enttäuschung. Und zwar habe ich auf eBay, ich gucke ab und zu mal so, was an Auktionen läuft denn bald aus und vielleicht könnte, es steht gerade günstig, kann man vielleicht mal drauf bieten. Normalerweise mache ich das nicht so intensiv, aber ich gehe ja lieber auf die Börsen, aber naja, börsenfreie Zeit, was willst du machen, guck es mal. So, habe ich Street Racer mit OVP gefunden, dachte mir, okay gut. Bietest du mal drauf, ne? Es läuft zu einer ungeraden Uhrzeit irgendwie aus. Wir kennen es alle, wenn es irgendwann in der Woche mittags ausläuft. Es hat eigentlich Potenzial, dass es dann eher günstiger weggeht als zum Beispiel irgendwie Samstag um 19 Uhr oder sowas, wo jeder vom Computer hockt. Und habe ich tatsächlich gewonnen. Aber ihr seht es am eingeblendeten Foto vielleicht, das kam hier nicht gut an. Und zwar hat der Verkäufer das Ganze in einen gepolsterten Umschlag verschickt. Also ich weiß nicht. Ich habe da Porto für ein Päckchen bezahlt. Ja?
Und dann kommt der ganze Mist in einem gepolsterten Umschlag an. Ich meine, Leute, jeder, der irgendwie OVPs verkauft oder so, das verpackt man doch so, dass das nicht irgendwie quetscht oder sowas. Deswegen hat die OVP leider ein paar Dellen abbekommen. Aber naja, allgemein, der Preis war jetzt allgemein eigentlich in Ordnung und zwar passt das. Street Racer habe ich auf jeden Fall, das zu der Geschichte. Das war ein bisschen meine eBay-Enttäuschung dieser Pickup-Periode, sage ich mal. Street Racer habe ich schon länger beim Auge gehabt. Und zwar Super Mario Kart ist natürlich jeder ein Fan von. Aber Street Racer geht ja in die ähnliche Richtung. Es war von Ubisoft, es ist von Ubisoft das Spiel. Ein bisschen anderer Einschlag natürlich, aber sieht auch sehr gut aus. Da werde ich auch demnächst irgendwann mal einen Test machen. Ich habe mal kurz reingespielt, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, hat natürlich einen super Charme, natürlich nicht diesen Nintendo-Charme, aber trotzdem sehr gut umgesetzt. Ich freue mich mal drauf, etwas tiefer reinzusteigen auf jeden Fall. Aber das war es jetzt wirklich mit Switch und Super Nintendo. Kommen wir zu den Gameboy-Pickups. Und zwar, als ich hier mit den Rumräumen und Umgestalten angefangen habe, da habe ich auch natürlich auch ein bisschen meine Sammlung angegangen und ich habe ein paar Super Nintendo Spiele von mir gekauft und ein paar Gameboy Spiele dafür gekauft. Ich wollte einfach mal so ein bisschen die Sammlung etwas umstrukturieren, weil ich so merke, der Gameboy, der liegt mir einfach viel, viel, viel mehr am Herzen als der Super Nintendo zum Beispiel. Super Nintendo habe ich schon einige Spiele, die mir wichtig sind, aber die Bock machen, aber ich habe da auch viel an Masse. Und dafür wollte ich mal so ein bisschen entschlacken, die Spiele bedeuten mir nichts, da habe ich im Zweifel auch schon ein Testvideo von gemacht. Die stehen im Regal, die werde ich aber niemals angucken. Und dann habe ich die verkauft, habe ich zum Glück alles in einen Bundle verkaufen können und habe mir davon Gameboy-Spiele gekauft und auch einige kleine Gameboy-Wünsche erfüllt, sage ich mal. Aber dazu kommen wir jetzt und zwar fangen wir an und ich sehe gerade, okay, das war jetzt so ein eBay-Beifang für 3 Euro inklusive Versand. Das war jetzt kein Riesenwunsch, was ich jetzt schon länger haben wollte. Und zwar Glücksrad. Habe ich natürlich auch schon eine Quetzig-Folge gemacht. Hat sich ja die gute Katharina gewünscht. Grüße an dich an dieser Stelle, falls du das gucken solltest. Ist Glücksrad. Also im Prinzip, also für die Quetzig-Serie an sich, fand ich das jetzt so gesehen ja kein richtig passender Kandidat, weil es liefert so gesehen genau das, was draufsteht. Und zwar eine Gameboy-Version von dieser Spielshow Glücksrad. Das ist natürlich nicht sehr spannend. Klar. Aber schlecht ist das Spiel so gesehen ja nicht. Es ist halt ziemlich langweilig und ja, ich sag mal überflüssig geworden. Aber ja, ich sag mal, für 3 Euro inklusive Versand, kommt, zack, wandert in die Sammlung rein. Irgendwann muss das Fullset, ich strebe kein Fullset an, aber in die Sammlung, na klar, das Schmankerl, warum nicht? Aber kommen wir zum Spiel, was ich mir schon länger auf meiner Liste gesetzt habe und immer so ein bisschen Bauchschmerzen hatten, weil es eines dieser teuren Spiele ist. Und zwar Avenging Spirit. Habe ich auch schon einen Test gemacht. Das habe ich quasi das Spiel gekauft und dann sofort einen Test dazu gemacht, weil ich richtig Bock auf das Spiel hatte. Und kleine Info für euch, der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht mitbekommen. Wenn ich ein Testvideo mache, habe ich dieses Spiel auf jeden Fall auch als Modul. Das ist so ein bisschen für mich auch so ein bisschen die Motivation, nicht nur den Kram zu kaufen, sondern ich denke mir, okay, ich mache ein Video dazu. Das heißt, ich muss das Spiel auch spielen. So ein bisschen Selbstdisziplinierung quasi. Und da habe ich aber richtig Bock drauf. Es ist ja eines dieser Module, die schon etwas teurer sind. Ich habe da, glaube ich, so ungefähr 80 Euro für bezahlt bei eBay, bei einer Auktion. Aber ich denke mal, da war ich so ein bisschen umgeswitcht habe, ne, Super Nintendo-Dings, habe ich mir das mal gegönnt und das ist wirklich ein Hammerspiel. Und zwar ist es im Prinzip ein Plattformer mit einem besonderen Twist. Ihr spielt einen kleinen Geist und könnt damit denn die Gegner übernehmen. Da hat natürlich jeder so seine eigenen Eigenschaften. Ne? Der eine springt besser, läuft schneller, der andere schießt dafür besser etc. Und dadurch bewegt ihr euch quasi von Körper zu Körper und löst damit halt die Level. Super Spiel, wird von vielen übersehen und nicht so oft genannt, weil es vielleicht auch so teuer und so selten ist. Ne? Aber Hidden Gem würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil es ist schon so gesehen, es ist schon bekannt, aber halt nicht so überbekannt. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wobei natürlich als physische Version, wie gesagt, so um 80 Euro pro Modul. Wenn ihr Glück habt, kriegt das vielleicht 10, 20 Euro günstiger. Aber das ist schon so das höchste der Gefühle. Es gibt es aber auch auf dem 3DS eShop Store Dingsbums. Jetzt also billiger haben wollt, dann könnt ihr es euch da kaufen oder der Emulator halt. Ne?
Ist klar. Aber war lange für meine Sammlung gewünscht und ich freue mich jetzt endlich, dass ich es habe. Dann kommen wir zum nächsten und zwar Game Boy Gallery 5 in 1. Ja, das ist so eine Zusammenstellung von diesen alten Game & Watch Spielen. Ne? Also die meisten von euch werden diese alten Game & Watch Spiele was sagen. Es gab ja so parallel zum Super Nintendo, zum Game Boy gab es ja diese Billo LCD-Spiele. Die habt ihr alle bestimmt mal gehabt. Tiger Electronics ist da sehr groß im Markt. Und genau diese LCD-Spiele hatte Nintendo auch so Anfang der 80er. Und die nannten die halt Game & Watch. Und auf dieser Game & Watch Gallery 5 in 1 sind halt 5 dieser alten, sehr primitiven Game & Watch Spiele quasi für den Game Boy portiert worden. Jeder, der diese LCD-Spiele schon mal gespielt hat, weiß, die sind sehr, sehr simpel. Das heißt, man hat meistens so vorgefertigte Positionen, wo man sich hin und her bewegen kann, musste meistens irgendwelche Sachen auffangen oder ähnliches. Auch da habe ich jetzt noch nicht sehr, sehr tief mich reinbegeben. Hier für die Spielaufnahmen habe ich mal kurz reingespielt. Sind halt sehr simple Spielchen, aber weil es natürlich diese Umsätze von diesen einen Game & Watch Spielen sind, ist es trotzdem sehr interessant. Ich werde auch bei Gelegenheit mal einen Test dazu machen. Ist es natürlich jetzt kein Vergnügen, was man jetzt den ganzen Abend spielen kann oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich denke mal so, ist auch relativ günstig das Modul. Auch bei eBay war nicht teuer, weiß ich gar nicht mehr, 7, 8 Euro oder sowas, wenn überhaupt. Kann man mal machen, sage ich mal. Ne? Kommen wir zu dem nächsten Spiel, das habe ich auch schon länger auf meiner Liste gehabt, und zwar Balloon Kid. Da kommt, wenn diese Folge erscheint, nächsten Mittwoch der Test, den habe ich jetzt fertig gemacht. Und zwar gab es auf dem NES, da gab es am Anfang diese Black Box Spiele. Und zwar waren das diese Spiele, die so eine schwarze OVP hatten, wo ein bisschen Spielgrafik drauf war. Und da gab es das Spiel Balloon Fight. Das war im Prinzip ein sehr, sehr primitives Arcade-Spiel. Also diese Black Box Spiele sind die meistens relativ simpel. Gibt es natürlich ein paar Ausreißer wie Super Mario Brothers und so weiter natürlich. Aber das war man an Ballon und konnte halt gegenseitig sich bekämpfen und man flog halt durch die Level, beschoss sich gegenseitig, bis man diese Ballons halt verloren hat. Ne? Ganz simpel. Und dieses Balloon Kid ist jetzt der Nachfolger für den Game Boy. Das ist auch gleich relativ zu Anfang des Game Boys erschienen und nimmt diese Formel, packt das so ein bisschen als Singleplayer-Erfahrung. Ist ein interessanter Plattformer auf jeden Fall, wo ihr denn mit Luftballons rumschwebt. Ihr könnt aber auch so laufen, auf den Knopf drückt, könnt ihr diese Ballons loslassen und seid dann natürlich etwas agiler unterwegs, weil ich merke gerade, ich rede ziemlich durcheinander, aber ich hoffe, ihr wisst trotzdem, worauf ich hinaus will. Wenn ihr diese Ballons habt, bewegt ihr euch relativ schwerfällig, ne? Und wenn ein Gegner euch trifft, dann verliert ihr einen Ballon, das ist quasi eure Lebensenergie, aber dann bewegt ihr euch noch schwerfälliger. Ihr könnt aber jederzeit, wenn ihr auf dem Boden seid, wenn ihr ein paar Mal nach dem Steuerkreuz nach unten drückt, Ballons aufpumpen und dann fliegt ihr wieder weiter. Details erfahrt ihr am Test am Mittwoch, ich verzettel mich wieder. Nettes Spiel, auch das beschäftigt euch jetzt nicht abendelang, aber so die ersten Level sind eigentlich relativ auch einfach, lässt sich ganz gut wegspielen, nachher zieht der Schwierigkeitsgrad ziemlich an. Ist mal ein netter Twist auf jeden Fall, aber wie gesagt, Langzeitmotivation dürft ihr euch da nicht erwarten. Dann habe ich Batman The Animated Series. Das war mal ein Tipp von einem von euch. Tut mir leid, ich habe den Namen jetzt gerade nicht präsent und ich habe mir das angeguckt und fand es sehr interessant. Da gab es ja auch schon den Test dazu. Da seht ihr mal, wie lange ich schon die Spiele hier zusammensammle, bevor ich hier dieses Pickup-Video gemacht habe. Ist ein super Plattformer. Also da wird gar nicht so oft genannt, aber hat eine super Atmosphäre, super Technik, ist auch relativ spät im Lebenszyklus des Gameboys erschienen. Hammer Ding einfach, macht super Spaß, wirklich Pflichttitel für jeden Gameboy-Sammler. Ich hatte sehr, sehr viel meine Freude dran, als Batman durch die Umgebung zu fegen. Aber wie gesagt, Details, guckt euch den Test an. Ich will jetzt nicht zu ausschweifend immer um die Spiele labern. Kann ich aber wirklich nur jedem Gameboy-Sammler wärmstens ans Herz legen, holt euch das Spiel. Ist, glaube ich, nicht so ganz, ganz billig, so um 10 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber es lohnt sich. Ist wirklich ein Hammer-Spiel, macht Spaß. Dann habe ich noch mir Spankys Quest geholt. Da bin ich schon an Börsen und so weiter, bin ich da schon so oft dran vorbeigelaufen. Und jedes Mal sagte mir das nichts, aber ne, eBay läuft bald aus, zack, geboten, hatte ich es. Als ich es reingespielt habe, ich war etwas enttäuscht.
Ich habe zuerst überhaupt nicht gerafft, was das sein soll. Also das sind so quasi wie Bubble Bobble, so quasi so ein Bildschirmlevel, beziehungsweise leicht scrollen die auch teilweise. Und da gibt es Gegner. Und da spielt Spanky, den Affen. Und ich habe nicht gerafft, was der machen soll. Also mit Tastendruck könnt ihr so eine Blase machen und die könnt ihr dann balancieren, ne, auf dem Kopf. Und je öfter ihr die wie so ein Volleyball hochschlägt, desto größer wird es, bzw. die Farbe verändert sich. Und wenn ihr denn groß genug ist, bzw. sich die Farbe verändert hat und dann auf einen Gegner trifft, dann könnt ihr sie vernichten. Also, wie gesagt, ich habe nur 5 Minuten kurz reingespielt. Das war das, was ich jetzt für mich herausgefunden habe. Vielleicht liege ich da jetzt auch komplett falsch. Aber das heißt, ihr erschafft einen Ball, balanciert den und hofft, dass der dann auf Gegner trifft. Nicht meins. Sehr arcadig. Definitiv nicht meins. Aber irgendwann werde ich vielleicht mal als Test dann auch tiefer da eintauchen. Vielleicht, wenn ihr Spankys Quest Fans seid und euch jetzt die Hände über den Kopf schlägt, oh mein Gott, was labert der Panda da für einen Unsinn? Haut's in die Kommentare rein, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht habe ich das Spiel auch irgendwie komplett falsch eingeschätzt. Das kann durchaus sein. Will ich nicht ausschließen. Kommen wir zu den letzten drei Spielen und zwar habe ich auch sehr günstig bekommen, und zwar war das so ein 3 Gameboy-Paket, japanische Gameboy-Spiele mit Anleitung, und habe ich super günstig bekommen. Und zwar, weswegen ich mir das eigentlich geholt habe, ist S-Mix Quest, heißt das glaube ich auf Deutsch, es steht leider nur japanisch drauf. Ihr seht es ja am Cover, das fand ich schon immer interessant. Ich bin immer wieder am Börsenrand vorbeigelaufen, weil dieses Cover mit diesen Farben und dieser Gestaltung wirklich so ins Auge sticht. Und deswegen habe ich mir im Prinzip dieses Dreierpaket geholt. Auch hier habe ich kurz reingespielt. Im Prinzip bewegt ihr euch so eine Top-Down-Ansicht durch ein Labyrinth und könnt eine Grube graben. Ne? Wer anderen eine Grube gräbt, das ist von dem Sprichwort das Spiel, kann man quasi sagen. Und also ihr gräbt eine Grube, da gehen die Gegner rein und dann kriegt er sie glaube ich wieder zu und dann sind sie tot irgendwann. Ja, also das Cover fand ich jetzt interessanter als das Spielprinzip, ehrlich gesagt. Also das zieht sich jetzt über die ganzen japanischen Spiele, die ich hier habe. So, ja, aber nein. Aber ja, also interessant. Auch da werde ich mal bei Gelegenheit näher eintauchen. Das ist wahrscheinlich wesentlich komplexer, als ich denke. Okay, wie gesagt, alle drei habe ich sehr günstig bekommen. Passt. Dann haben wir hier Funny Field, sehe ich gerade. Funny Field, voll langweilig. Ohne Witz. Ich habe sofort daran erinnert, ich habe das für irgendeinen Gameboy-Jahresrückblick mal angespielt. Im Prinzip auch da ist so eine kleine Art Action-Puzzler. Ihr habt ein Spielfeld, wo Gegner sind und Bodenplatten sind. Und eure Aufgabe ist es, diese Bodenplatten anders einzufärben. Das heißt, ihr könnt die kicken, ne? dann flippen die so um. Und ihr wollt alles in einer anderen Farbe haben. Aber die Gegner sind natürlich im Weg. Die kicken auch diese Bodenplatten wieder um, dass sie wieder dann weiß werden. Auch nicht meins, ehrlich gesagt. Also das ist auch wieder so ein Spiel. Warum das hier nicht nach Europa gekommen ist, verstehe ich. Sehr simpel, sehr arcadig. Nicht meins. Beim letzten Spiel, Lock and Chase. Da sieht das eigentlich schon am Cover. Auf den ersten Blick ein Pac-Man-Klon. Ja, was anderes kann ich ehrlich gesagt dazu nicht sagen. Es hat sich wirklich 1:1 wie Pac-Man gespielt. Da wird es wahrscheinlich noch irgendwelche Unterschiede geben, klar. Aber es ist ein Pac-Man-Klon für mich. Ja, jedenfalls, diese japanischen Module waren interessant. Ich habe sie günstig bekommen, deswegen ist es in Ordnung. Aber so auf den ersten Blick ist jetzt kein Spiel, was für mich außer dieses S-Mix Quest oder wie es heißt. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht komplett. Sieht interessant aus, wenn man da vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit investiert. Aber ansonsten, ja, und das waren schon meine Pickups. Ist da tatsächlich kurz vor Schluss nochmal der Akku weggegangen. Ich war schon beim Schlusswort eigentlich, deswegen sorry wegen dem harten Schnitt und wahrscheinlich jetzt einer anderen Position. Das waren die Pickups. Das hat sich jetzt lange angesammelt. Aber es sind einige schöne Sachen auf jeden Fall in meine Sammlung gegangen. Vor allem Avenging Spirit und Batman. Voll geile Spiele und natürlich sowieso die Switch-Titel natürlich.
Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf mein Gameboy-Gurkenbuch haben wollt, würde mich natürlich freuen. Infos zum Bestellen gibt es unten. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.